Hallo, heute hat mein kleiner Eisbär, die Sissy, Geburtstag und es wird auch das letzte Video sein von der Sissy. Die ist heute 4 Jahre alt geworden und man sieht schon, dass sie mächtige Probleme hat beim Fressen und beim Atmen wahrscheinlich auch. Sie ist schwer krank, sie hat den ganzen Körper voller Tumore. Das Gewicht ist geblieben, also anhand vom Gewicht hat man nicht festgestellt, dass sie irgendwelche Probleme hat. Man spürt aber jeden Knochen bei ihr und der restliche Körper hat sich also voll mit Tumoren gebildet. Und jetzt liegt es an mir, sie zu beobachten, abzuwarten. Also sie macht jetzt hier einen jämmerlichen Eindruck, aber man muss sagen, im Stall, wenn es ums Fressen geht, ist sie und rechts die Schatzi die ersten, die zum Fressen kommen. Und dann macht sie noch Männchen. Man kann sie jetzt hier nicht also zutrauen, so wie sie jetzt hier da sitzt. Aber jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, immer wenn es Frischfutter gibt, ist sie zusammen mit der Schatzi, welche ja die älteste ist im Stall, die ersten zwei, die vorne dran sind. Und sie werden auch akzeptiert von den anderen. Da gibt es also kein bösartiges Gedrängel oder so. Also sie sind zuvorderst. Also man denkt es jetzt nicht, wenn man jetzt hier das arme Schwein sieht, wie sie da hängt. Sie frisst sehr langsam gegenüber von der Schatzi. Die ja auch nur noch Haut und Knochen kann man nicht sagen, aber sie hat auch abgebaut und wird ja gepäpelt und auch die Sissy bekommt Päpelnahrung. Aber es sollte dieses Video auch als Aufklärung dienen, weil ich ja öfters mal Kommentare bekomme: Schenkst du mir ein Schweinchen? Das sind bestimmt die jüngeren Zuschauer von mir. Aber man muss auch bedenken, dass es geht nicht bloß um ein Tier zu schenken, sondern man muss sich darum kümmern. Und man hat eben auch dann solche Situationen, wo man wirklich mit den Gefühlen kämpfen muss. Was macht man jetzt richtig? Was macht man falsch? Soll man die Sissy gehen lassen? Soll man zum Tierarzt gehen und sie einschläfern lassen? Wie lange wartet man? Also sie jammert ja nicht. Sie frisst. Und wie gesagt, sie bewegt sich durch den Stall, ist als erstes da, was man jetzt hier nicht sieht, dass sie wirklich noch flott unterwegs ist und nicht bloß da sitzt. Ja, was soll man machen? Also ich bin jetzt jeden Tag am Beobachten und bei so einer schweren Krankheit, da kann man auch nichts mehr machen. Also man kann sie bloß dann, wie gesagt, versuchen, die Schmerzen ihr zu ersparen. Oder dass sie vielleicht erstickt oder verhungert, dass man sie dann wirklich einschläfern lässt beim Tierarzt. Das Beste wäre natürlich, ein Schweinchen schläft ein und wacht nicht mehr auf. Aber das sind alles solche Wunschvorstellungen. Also viele Schweinchen, gut, bei Menschen, da geht es ja nicht, ne? Die Menschen, die müssen leiden bis zum Schluss, wer so schwer krank ist. Die kriegen dann Schmerztabletten. Aber bei Tieren, da kann man wirklich dann sie erlösen und einschläfern lassen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, was ihr machen würdet. Also solange sie frisst und atmet und sich bewegt, lasse ich sie auf alle Fälle. Aber wie gesagt, ich bin jetzt immer am Beobachten, wann der Zeitpunkt dann gekommen ist, sie gehen zu lassen. Ist schwer. Aber das gehört dazu, wenn man Meerschweinchen hat. Rechts die Schatzi, die fühlt sich wohl. Die hatte ich ja schon zweimal mit im Urlaub gehabt, weil sie sehr bedenklich ist vom Ganzen, weil sie so dünn und schwach ist und wackelt vom Laufen her. Und sie hat ja auch schon mal so Krampfanfälle gehabt. Aber sie frisst und sie überlebt, glaube ich, noch einige Schweinchen. Und Sissi ist ganz schnell jetzt gegangen, dass sie so ja, abgebaut kann man nicht sagen. Also in diesem Zustand. Also jetzt sieht es wirklich jämmerlich aus, wie sie so vor sich hinkaut. Da muss ich immer an meinen Rudi denken. Der
konnte ja dann wirklich nichts mehr fressen und hat dann auch Atemprobleme gehabt, weil er Tumore hatte im Schädel. Und dann, den haben wir dann einschläfern lassen, weil er wäre dann erstickt. Ja, und jetzt, wie gesagt, es ist nicht schön, aber das gehört halt auch dazu, wenn man Tiere hat. Das sind nicht immer schöne Momente. Wie gesagt, Sissi, heute ist sie 4 Jahre alt. Das ist auch noch kein Alter für ein Meerschweinchen. Aber da steckt man nicht drin. So, jetzt hat sie doch die Tomate noch geschnappt sich. Sie hat schon überlegt, ob ich ein Messer noch hole und sie aufschneide. Aber die Zähne, alles ist in Ordnung. Ich denke, die Tumore, die drücken halt auf die Organe. Und irgendwann geht es dann leider nicht mehr. Also, den 5. Geburtstag wird sie leider nicht mehr erleben. Weil es ist ja doch ziemlich jetzt schnell fortgeschritten, das Ganze. Aber die zwei, die verstehen sich super, die kuscheln auch im Stall zusammen. So, jetzt muss sie sich dann wieder ausruhen im Stall. Und da tragen wir sie dann wieder hoch zu den anderen. Sind alle nett zu ihr, also gibt es nichts irgendwie, dass er jetzt irgendwie gemobbt wird oder so. Also das war wie gesagt das letzte Video von der Sissi und ihr könnt mir ja gerne schreiben in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Sollte man ein Meerschweinchen einschläfern oder sollte man es natürlich gehen lassen, ohne nachzuhelfen, also ohne Tierarzt. Weil wie gesagt, da ist nichts mehr zu helfen. Die kann man nicht aufschneiden und alles rausschneiden, was nicht reingehört. Also, das sind die letzten Bilder von meiner Kaiserin Sissi. Geht zu Ende die Ära. Also, das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.